Eisruinen. Alstern-Kathedrale. Da war eine Tür. Puh. Kam ich nicht von da. Doch, mit mal. Mysteriös. Nee, halt, hier bin ich falsch. Da muss ich lang. Ach, ich mit meiner Orientierung sprechen. Noch so ein Grund, nicht DayZ zu spielen. Ich verirre mich sowieso immer im kleinen Russland. Ich erinnere mich aber an all diese Orte hier. Aber. Übertrage das Lexikon. Kathedrale. Tür, wo du vorhin nicht durchkamst. Ach so, warte mal. Wollt ihr mir jetzt damit sagen, dass ich leider gerade falsch gerannt bin und wieder zurück zum Fahrstuhl muss? Ach so, diese Tür. Die Tür mit diesen komischen Gittern da. Ah, ich verstehe. Es ist mir alles klar geworden, was ihr mir sagen wollt. Ah, Gott. Ah. Wenn ich meine Abonnenten gut genug kennen würde, um zu wissen, dass ich ihnen vertrauen könnte, würde ich ja sogar Leute in Skype einladen, die mir dann zugucken würden und mir dann per Audio-Tipps geben. Aber ich glaube, das würde ganz so schief gehen. Nee, lassen wir das mal lieber. Das ist nicht gut. Oh, wir sind bei 87%. Also die gute Qualität hat bald ein Ende. Und dann geht's weiter mit weniger Lags, dafür aber schlechterer Bildqualität. Weil ich glaube, die 350 Kbit mehr, die ich jetzt liefern kann. Ah, jetzt sind wir hier. Schön. Watre fliegt. Mhm. Gehen wir wieder runter. Aber schön, dass ich die Tür aufgemacht habe. Ja, Zwischenstopp wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, aber naja, was willst du machen? Ein bisschen verzögert ist der Stream. Also ich würde mal so schätzen, 15 Sekunden fast. Also ich glaube, die Verzögerung wächst auch mit zunehmender Spieldauer. Weil jetzt... Moment. Also jetzt, wo ich fertig bin mit Laden, sehe ich mich im Stream gerade selber, wie ich... Oh Mann. Burn geht ein Licht auf und hört sich schrecklich an. Definiere schrecklich angehen. Ja. Das Problem ist, mir geht leider nicht so richtig dicht auf, wo ich jetzt hier weitergehen soll. Ne, wo ist es hier weit? Wo ist es? Wo ist es hier? Ach, da hinten, Gott. Die Tür habe ich einfach übersehen. Ich bin so schlecht. Ja, mach's gut, Dark Ranger 3000. Guck mich ruhig auf YouTube, da freue ich mich eh viel mehr an. Schön die Werbung anklicken, immer Adblock ausmachen bei meinen Videos. Da freue ich mich ganz doll drüber. Ich ahne ja, dass da... Ich wollte ja mal Bescheid sagen, wenn ich mir ein Eis leisten kann. Durch die ganze YouTube-Werbungsgeschichte. Aber ich ahne, dass ich da noch bis Sommer 2014 warten muss. Bis ich mir davon ein Eis kaufen kann. Ich habe doch nicht mal getroffen. Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe mich voll daneben gehalten. Ich habe gerade schon wieder... Na jetzt aber, jetzt aber! das ist herrlich. Oh Mann, ey. So ist hier unten jetzt Ruhe eingetreten. Aber Frostspinnen und Falmer können anscheinend sehr gut nebeneinander leben. Diese Szene ist so lächerlich, die ich dir gerade nochmal auf dem anderen Laptop sehe. Wie Serana den Typ mit meiner Killing-Animation umbringt, das ist ja einfach lächerlich. Lächerlich. Ist die Flatrate dann bald mal voll? Oh, Warnung! Wenn Sie den Verbrauch konstant halten, haben Sie 106% aufgebraucht am Ende des Monats. Ist es mir sowas von egal. Und diese Falle sieht natürlich niemand kommen. Ich frage mich vor allen Dingen, warum die Fallen mal blind geworden sind. Das ist hier in diesen ganzen Zwergen-Dingens-Ruinen sowas von hell. Naja, dass ich glaube, mit Skype Tipps geben, das ist eine sehr schlechte Idee. Das ist also gerade für YouTube, das würde ich wahrscheinlich später bereuen. Weil ich weiß, wenn ich mit jemandem rede, dann habe ich einen ganz anderen Kommentarstil, beziehungsweise ich kommentiere nicht mehr, ich rede dann mit der Person. Und weil ich kann es irgendwie nicht, also ich kann nicht kommentieren und gleichzeitig mit jemandem reden. Weil ich habe dann immer das Gefühl, dass dann fühlt sich der Gesprächspartner irgendwie... Das hören sich meine Togethers auch mal ganz anders an, als wenn ich normal alleine spiele. Weil ich halt mit den Leuten versuche zu reden und nicht mehr so sage, aha, wir machen jetzt das und das und ich habe jetzt folgenden Plan. Sondern ich hab dann immer so eine Wir-Komponente und das, ach, hier sind wir. Ich erinnere mich wieder an alles. Daheim auf der Insel habe ich so etwas nie gesehen. Ja. Nee, ich glaube nicht, dass ich Skype anmache. Skype ist total nervig und nein, wir lassen das. Wer ist da? Wie es nicht mal tödlich ist. Eine Lehre sein.
bin ich eigentlich schon wieder so langsam? Hä? Bin ich überladen? Nee. Aber ich habe schon wieder mit der Umschalttaste rumgefummelt. Oh, ist das ein Elend. Nein, auch nicht. Hä? Warum kann ich denn manchmal nicht rennen? Das ist komisch. Also, ich schleiche dann so. Hä? Ich verstehe es einfach nicht. Und wie kommt das durch die Armbrust? Ich bin mir darüber noch nicht ganz so im Klaren, wie das ist, aber... Alter, Halskette der Immunität gegen Krankheiten. Nice. Ich glaube, die lege ich glatt mal an, weil ich werde ja doch öfter mal krank wegen irgendwelchen Mist. Wohl, habe ich mich nicht vorhin an irgendwas angesteckt? Mit Felsenhaxe? Genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Wo ist denn hier mein... Ich habe doch sicherlich noch Krankheitsheilung. Weil das macht mich gegen Vampir-Mist im Boon, weil ich werde ja wahrscheinlich noch den einen oder anderen Vampir begegnen. Was ist denn jetzt hier? Ach nee, weil das Ding heißt der Zaubertrank der Krankheitsheilung. Meine Maus quietscht übrigens. Das Scrollrad. Krankheitsheilung da. So, dann legen wir mal das. Was habe ich denn jetzt gerade für eine Halskette eigentlich? Halskette des starken Führens. Einhändige. Ach, egal. So, der Halskette der Immunität gegen Krankheit. Das ist natürlich sehr nice. Oh, jetzt geht das wieder los, das mächtige... Das mächtige Sith-Lords-Duell. So sieht es nämlich immer aus, wenn die hier sich... Also zu dritt... So, vorhin war es ja richtig komisch, wo sich Serana und ihr beschworenes Vieh und das andere Vieh da sich gegenseitig die Blitze um die Ohren geschmissen haben. Das sah echt seltsam aus. Na. Ich habe jetzt übrigens auch aufgehört, Leute in Skype anzunehmen. Also... Fremde Leute. Ich lehne jetzt alle ab. Wenn du C bist, kannst du langsam laufen. Ja, das weiß ich doch schon lange. Weißt du, wie oft ich schon mit C durch die Landschaft gelaufen bin, weil ich gerade was getrunken habe? Und ich eine Hand frei brauchte? Das ist, da sagst du mir nichts Neues. Wie war denn das hier? Man konnte hier irgendwie die Tür öffnen mit irgendeinem Schalterdings. Wie war denn das? War hier irgendwo so ein Pult, wo man drauf drückt? Ach so, da oben war der Pult. Hä? Hey. Dafür braucht man, glaube ich, nämlich diesen komischen Würfel, den uns Dingens da Bums dann mitgegeben. Ach nee, okay, hier braucht man gar keinen Hebel. Mir war so, als wäre da vorne gleich irgendwelche komischen Kaiserlichen gewesen. Und dass ich mich mit Caps das umschalte, weiß ich auch, weil das mache ich nämlich die ganze Zeit und er regelt mich darüber jedes Mal auf. Wenn man nämlich im Menü Caps drückt, dann sieht man auf der Tastatur, dass Capslock drin ist. Oh Gott. Ich sollte unter diesen Umständen vielleicht eventuell die besseren explodierenden Stahlbolzen nachkommen, explodierende... Des Blitzes. Ich habe davon nur noch 4 Stück. Wow, heißer Damm! Schön, dass Serana die Spinne wiederbelebt hat, die jetzt gegen so ein Vieh natürlich sehr viel Schaden machen kann. Ja, früher hat Mana noch für Vollheilen gereicht. Oh, jetzt haben wir explodierende Stahlbolzen des Feuers. Ich weiß nicht, ob Feuerbolzen nur das Beste sind. Aber Serana macht eigentlich alles richtig. Na gut, Feuerbolzen sind doch besser als gedacht. Hätte ich jetzt ja so nicht gedacht. Naja. Wie groß ist eigentlich der Schadensunterschied zwischen Stahlbolzen und den Zwergenbolzen? Die machen 10, die Zwergenbolzen machen 14. Die explodierenden machen auch 14. Beziehungsweise respektiv 10, je nachdem, was es halt ist. Aufzugsschlüssel von Alftand. Wunderschön. Schade, meine ganzen Pfeile sind natürlich weg. Die sind an einer harten Metallhülle des Zwergen-Centurios unglücklicherweise zersplittert. So wie es eigentlich auch sein soll. Es ist generell lächerlich, dass die explodierenden Bolzen... Ah, links, rechts. Was denkst du, wie lange er durch die Gegend gegangen ist, bevor man ihm sagt, dass man rennen kann? Alter, das war auch ein großes Kino. Das hat mir auch 200 irgendwas Folgen kein Mensch gesagt, dass man mit Alt laufen kann. Das wird ja nicht mal am Anfang im Tutorial erklärt. Also, woher soll man das denn bitteschön wissen? Ich glaube, viele Leute wissen das auch immer noch nicht. Dass man hat es denn noch nicht genug Tote gegeben? Oh, aber natürlich wollt ihr, dass ich gehe. Ihr wartet doch nur darauf, dass ich euch den Rücken zukehre. Damit ihr den ganzen Ruhm für euch beanspruchen könnt. Was war das? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Lassen wir die Spielchen. Oh. Okay, war noch keine Kaiserlichen. Der hatte nur eine kaiserliche Rüstung an. Aber ich glaube, Zulus gewinnt. Deswegen müssen wir jetzt hier mal kurz... regulierend eingreifen.
Aber sie kämpft gegen uns beide, also wir können hier... Das ist eigentlich das Schade, man kann sich hier nicht ver... Also wir wissen nicht mehr, wer die beiden sind, die sind ja einfach nur da. Björn, was für ein Tutorial? Na, das am Anfang. Oh, jetzt habe ich... Na. Jetzt habe ich Serana. Serana mit dreifachen Schaden gefunden. Ja, am Anfang wird dann noch kurz erklärt, ducke dich hier, um hier lang zu kommen und jetzt hier, geh mal kurz und mit W kannst du, mit W kommst du hier weg und. Was? Boah, wie sie eiskalt mit Eisstab und... Ach, ein Stahlbolzen, nur Schild des Blutigen. Schild des Blutigen. Gegenangriffe verursachen 5 Sekunden lang 3 Punkte Blutungsschaden. Das ist aber auch einzigartig, das Schild des Blutigen. Das habe ich noch nie so wahrgenommen, aber das... Ich glaube, ich habe noch nie einen vergleichbaren Gegenstand gesehen. So, hier ist auf jeden Fall erstmal der Fahrstuhl. Das heißt, wir können jetzt entweder nach oben fahren. Puh, so. Naja, das ist doch so eine Art Tutorial. Etwa 300 Folgen, wenn ich mich recht erinnere. Echt? Ich weiß nur, dass das Rennen, das habe ich, glaube ich, wo wir diesen einen Typen da aus der Burg der Talmor geholt haben. Da hat mir das irgendjemand dann gesagt. Braucht ihr etwas? Ja, das ist ein bisschen lächerlich, ne? Warte mal, ich cheate an dieser Stelle mal. TCL. Weil das ist ein bisschen dumm, dass ich hier hintergespawnt bin, wo ich die Tür nicht öffnen kann. So. Das ist ja dämlich. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Ich find's toll. Ach ja. Oh, na Gott sei Dank bin ich fähig, Bugs auszugleichen. Man stellt sich vor, ich müsste auf der Playstation oder so spielen und würde dann bei so einem Bug erstmal richtig schön im Nirgendwo stehen. Da würde ich doch nur fluchen den ganzen Tag. Haben wir ein Glück. So, dann aktivieren wir meinen Zwergenmechanismus. Oh, wir sind bei 94%. Also ich bin eigentlich echt gespannt, was passiert, wenn meine Flatrate ausläuft. Das ist mir nur nie passiert. Also angeblich wird so runtergedrosselt, aber wo ich damals einen Surfstick hatte, da ging das auch weiter. Dann waren wir irgendwann hinterher bei 13 GB, also so, naja, halt 7 GB über der Flatrate drüber. Das ging immer noch mit HSDPA. Da bin ich jetzt echt gespannt. Es wird einem gesagt, dass man sich mit WSD bewegt, mehr nicht. Dann heißt es springen und duck dich und nicht wie. Naja, auf jeden Fall bin ich nie auf die tolle Idee gekommen, das nachzugucken, was ich ducken kann. So, was sollen wir jetzt ja nicht überhaupt in der Schwarzweite machen? Wir sollen das Lexikon lesen. Ich werde nicht in diese Hütte da gehen, weil ich weiß nämlich, dass der olle Sinderion sein Tagebuch liegen hat. Sinderion kennen wir doch aus Oblivion. Der wollte von uns, dass wir Nirnwurz sammeln. Und hier gibt es natürlich den leckeren Purpurn-Nirnwurz. Oh nein, ich hätte den Purpurn-Nirnwurz nicht einsammeln dürfen. Lern die Bedeutung der Purpurn-Nirnwurz. Okay, dann sammeln wir erstmal 30 Stück ein davon. Oh, wie es wieder nicht tödlich war. Also ich... Was ist das denn? Was zur Hölle? Junger Schaurusjäger? So ein Vieh habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Was ist denn das? Wow! Kill it with fire! Wo ist mein Feuerbolzen? Ekelhaft? Junger Schausi, ich habe so ein Vieh noch nie in meinem Leben gesehen. Was ist denn das? Neue Gegner und das nach so vielen Stunden Skyrim. Das ist ja unglaublich. Der übrigens ganz schön viel aussieht, der Bursche. Oh, bin ich getroffen. Oh, ich hasse Schauri einfach nur. Oh, sterbe ich hier im Gift oder was? Höchste Heilung, reicht das? Ah, ein bisschen. Ekelhaft. Ah, oh, Serana ist beschäftigt, das ist schlecht. Serana, ich brauche deine Hilfe. Mann, jetzt du dummer Schaus hier, warum rennst du da mir her? Da vorne ist die Bedrohung. Oh, mit Eis. Oh. Also es tut mir immer sehr weh in Hüte. Mann, ich treffe nicht. Was? Ich habe wieder nicht getroffen. Oh Mann, der ist so schnell, dieser dumme Schaus hier. Ich kann nicht mal von dem wegrennen. Dumm. Hallo. Der hängt immer genau hinter mir. Was? Ich bin tot. Nimm eine Nahkampfwaffe, jetzt ist zu spät. Sprich mit Teufeltier, soll ich übrigens machen, warum auch immer. So. Junger Schaus, hier, das hier habe ich noch nie gesehen. Aber die Eisbolzen haben scheinbar am meisten Schaden gemacht. So. Was ist das denn für ein ekelhaftes Insekt? Guck mal, jetzt ist da nur ein Fallmarschleicher. Der Schaurusjäger ist jetzt... Ach nee, warte mal, der war glaube ich da drinnen. Oh,
Habe ich auch noch nie gesehen. Bin bei 370 Spielstunden. Okay, niemand hat diesen Schausieger bis jetzt gesehen. Ist vielleicht neu in Dawnguard? Kann das sein? Weil ich meine... Ah, mit Eisfallen geht das wie down. Was kam mir gerade raus aus diesem Nest? Gut, dann bin ich ja beruhigt, dass noch niemand das Vieh gesehen hat. Das freut mich ja sehr. Weil mir übrigens gerade einfällt, ich muss jetzt sowieso mal... was ist denn das da oben für eine Kugel? Hä? Ach, das ist ein Clipping-Bug, dass die Schale davon schwebt. Wir müssen nämlich mal kurz Folgendes tun.